Kann ich immer noch keine. Ja. Muss ich mir jetzt extra Holzbalken hier nochmal rausnehmen, dass ich mir einen Piekser machen kann. Herstellen, so. Dann habe ich einen zweiten Piekser. Die ernte ich jetzt auch noch schnell. Und das nehme ich mit. So. Okay, andere Seite der Insel. Ich gehe rein ins Wasser. Ich sehe halt das Ding hier nicht. Meinst du die hier? Ah, okay. Das war Kupfer. Ich habe Kupfer gefunden. Es ist ja schön. Ah, was haben wir hier? Stein. 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 Du standest drauf, nicht die Korallen. Okay, warte. Aua. Meinst du das Ding oder was? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was eingesammelt. Nicht die Korallen. Die Dinger kann ich nicht abbauen. Da haben wir was. Das könnte was sein. Das ist Ton, okay. Das ist höchstwahrscheinlich Eisen. Ja, Metallerz. Ich tauche mal auf. Ich habe keinen Platz mehr. Ich werfe... Ich esse einfach die Keule. Also Ton habe ich schon mal. Zwischen den Korallen auf dem Boden. Also ich habe... Ah, hier ist noch mal was. Ist das jetzt mein Sand? Ja, das ist mein Sand. Geil, super. Okay, da muss ich echt aufpassen. Ich werfe jetzt mal die Federn weg. Sand aufnehmen, Sand aufnehmen. Also da. Super, dann nehme ich da mal ein bisschen mehr mit. Ton. Nochmal Ton. Jetzt sehe ich die Dinge auch, wie die aussehen müssen. Man muss nur einmal gesehen haben, deren Scheiß. Das sind Steine, die brauche ich nicht. Mal wieder Luft holen zwischendurch. Jetzt werde ich es auch auf anderen Inseln finden. Das Zeug. Da sind nochmal zwei Batzen. Das sind die Kupferbatzen normalerweise. Die nehme ich auch nochmal mit. Ist ja nicht unbedingt falsch, wenn man das schon mal dabei hat, das Zeug. So, hier ist nochmal so ein Batzen. Das ist nochmal Kupfer höchstwahrscheinlich. Oder? Ja, Kupfer. Ah, ich glaube, das könnte sogar gewesen sein, dass wir das schon mal gesehen haben. Zeug. Fortschritt! Ja, sowas muss sein. Das ist ein Stein, oder? Ah, jetzt greift mich der Hai schon wieder an. Warte. Ja, ist ein Stein. Hier ist noch ein Batzen. Ist das nochmal Kupfer? Das ist eine sehr kupferlastige... Aua. Ja, ja, ja. Ich gehe mal Richtung meiner Hütte. Pff, einfach zwecks der Sicherheit. So. Jetzt wollte ich natürlich den hier herstellen. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Hier ist er. Dann hast du Ziegel. Ich kann ihn herstellen. Gott sei Dank. Du geh weg hier. Du nervst. Geh sterben. So, die Rübe esse ich mal. So, dann nehme ich den nassen Ziegel. Da muss ich den jetzt echt hier...
So. Ist ein nasser Ziegel. Also den lege ich jetzt mal an Deck, weil anders wird ja, glaube ich, nicht trocken. Ich werde hier mal an der Insel ein bisschen liegen bleiben. Und ich werde eine kurze Pause einschieben, muss mal kurz aufs Klo und dann geht es natürlich weiter. Bis gleich. Ah, so, da bin ich wieder. Kurze Pinkelpause, alles gut. Und ich sag zurück zum Spiel, weiter geht's. So, erstmal wieder Grundversorgung schaffen. Das ist eigentlich mein Hauptproblem immer. Ich hoffe, dass ich jetzt durch den Ziegel, der hoffentlich bald trocknet, dann mehr machen kann. Das ist jetzt mein innigstes Ziel gerade, dass mich der Progress mäßig so weit weiterbringt. Der eine Ziegel, man will es gar nicht glauben, aber dann könnte die Forschung angehen und. Und das kann mir viel bringen. Das kann mir echt viel bringen. So, alles einmal pflanzen. Irgendwie ist die schon wieder kaputt. Kann mir das einer erklären, wie das geht? Wie die so schnell wieder kaputt sein kann? Das ist brutal. So, ja, wow. Habe ich noch irgendwo Platz in einer Kiste? Danke. Ich kann hier das reinlegen. Ach, egal. Ich muss ja nur die Vogelscheuche platzieren. Mehr muss ich ja nicht. Also die Vogelscheuche geht mittlerweile sehr schnell hops. Also die ist momentan sehr anfällig. So, ich wollte mich hinlegen. So, ich liege. Ich bin wieder wach. So, essen. Kartoffel platzieren. Braucht Wasser. Braucht frisches Wasser. Yay. Dann wässert mal erstmal unsere Pflanzen, bevor dass wir uns selber wässern. Währenddessen geht die Sonne auf und mein Ziegel wird hoffentlich hart. Ist halt das Schlimme. Ich sehe halt erst, ob er hart ist, wenn ich ihn in die Hand genommen habe. Ja, ich weiß, die Formulierung ist blöd, aber die ist halt so. Und jetzt nicht unbedingt ganz außen hinlegen, nicht, dass sich der Dingens denkt, der. Na, der Hai. Ich esse dieses Stückchen, wo genau der Ding sitzt. Noch ein paar Planken hier anbringen. So. Einmal wässern. Und dann wird es schon langsam. Hier sind beide Dinger leer gefressen. Das finde ich jetzt gerade mal schade. Und ich bleibe hier erstmal angeankert. Einfach schlicht und ergreifend. Wann habe ich denn das Segel aufgemacht? Weiß ich gar nicht. So. Natürlich, ich habe es wieder geschafft, dass ich den Ziegel genau dahin lege, wo die wenigste Sonne hinkommt. Und ja, erstmal gucken, dass wir uns wieder voll machen mit allem. Dass es uns gut geht. So, währenddessen könnte ich noch ein bisschen Ordnung schaffen. Die Blätter werfe ich hier mal rein. Hier wollte ich eigentlich Kunststoff reinschmeißen. Dann tue ich dies auch erstmal. Ich weiß nicht, wie man die Rezepte lernt. Kann man die irgendwie lernen? Dann würden die keinen Platz brauchen. Ach so. Aha. Okay. Die gehen mittlerweile zu zweit vor. Seht ihr das? Das kann doch nicht sein. So, dann packe ich den erstmal wieder weg. Den Zettel. Und dann habe ich da Metallerz schon mal reingeworfen. Dann kann ich da das Kupfererz auch mit reinwerfen. Den Ton lasse ich mal in der Hand und den Sand. Hallo, hi. Du auch schon wieder da? Es ist schön mit dir. So, alle einmal gucken, wie es dem geht so.
Alles gut. Die Kartoffel nehme ich mal, werfe ich hier drauf. So, einmal trinken. Wie es sein sollte. Zwei Kartoffeln habe ich. Das ist natürlich auch angenehm. Essen werde ich wohl denn kaum können. Es sieht immer noch sehr nass aus. Also, ich glaube, so weit ist der noch nicht. Puh, Kartoffeln und Rüben habe ich mittlerweile einige. Also einige. Muss ich fast überlegen, ob ich vielleicht... Kannst du andere Werkbänke bauen, Äftel? Für was zum Kochen? Das könnte natürlich auch sein. Schaut jetzt fürs Erste nicht so aus. Ich habe halt momentan nur den einen Forschungstisch. Ende. Ist halt so. Ich hoffe halt, dass der demnächst irgendwann fest wird, der Ziegel. Ich habe halt null Ahnung, wie der... Die sind schon wieder zu zweit. Also, mittlerweile reicht's. Also, der Wahnsinn. So, nochmal was trinken. Ich will mich ja nicht überhydrieren, aber lieber überhydriert als zu wenig hydriert. Ich weiß jetzt nicht, soll ich weiterschippern oder soll ich hier bleiben? Das ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, ob sich die Rohstoffe hier regenerieren oder nicht. Und wie lange der Ziegel halt wirklich braucht. Was willst du denn auf Boob Island? Ja, stimmt eigentlich. So, komm her. Ich krieg halt von dem Anker auch nichts zurück. Weil wenn es ist, eine neue Insel findet man definitiv. Ich hab's gerade gesehen. Habt ihr auch gesehen, oder? Der hat sich verändert. Also der ist jetzt fest. Würde ich jetzt sagen. Hoffe ich jetzt mal, dass der fest ist. Oh, trockenen Ziegel aufheben. Also dann kann man mit E aufnehmen. Also, wow. Wie hoch ist die fucking Wahrscheinlichkeit, dass ich genau dann hingucke, wenn das Ding fertig ist? Wie hoch ist die fucking Wahrscheinlichkeit? Brutal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich genau das sehe. Den Moment, wo es fertig wird. So, dann können wir ja gleich forschen. Ich kümmere mir nur grob um alles andere. So, währenddessen werden wir hier... Die zwei sind schon wieder da. Muss ich jetzt zwei Vogelscheuchen aufstellen? Oder geht es auch so? Ich kann doch gar nicht ruhig in die Forschung gucken. Oder muss ich beide erstmal wieder umbringen? So, alles ruhig. Silenzium. Alles gut. So. Wollt die zweite Ding noch bewässern? Alles schön. So. Wir können forschen. Irgendwann 100 Scheuchen. Ja, ich denke es mir. So, rein damit und erforschen. Der Ding ist halt weg dann. So, ich kann jetzt eine Schmelze lernen. Ich habe jetzt eine Schmelze erlernt. Das ist sehr wichtig. Natürlich brauche ich 6 trockene Ziegel für den Ding. 6 trockene Ziegel. 4 Holzbretter und ein bisschen Schrott. Und dann haben wir eine Schmelze. Und dann können wir höchstwahrscheinlich den Metall... ja, die Ananas bewässern. Die haben sie mir weggegessen. Also das war ja auch schon wieder... Oh, hallo, hi. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Geh weg. Danke. Also der Hai geht mir mittlerweile echt auf den Piss. Also meine Ananas ist verschwunden.
Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich hier einpflanze, höchstwahrscheinlich dann sowas wie eine Kokosnuss, aber wenn die Ananas nicht reicht hier. So, wir müssen die nächste Insel suchen. Deswegen hatte ich überlegt gehabt, ob ich vielleicht auf der Insel bleiben soll. Nur um das Zeug hier zu finden. Also das Dingenskirchen und hast du nicht gesehen? Ja, die. So, du bist tot. Du gibst mir was zum Essen. Ja, komm, Federn. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Federn mache. So, ich kann auf jeden Fall essen. Federn, Federn. Die nehmen wir. Die packen wir auf den Grill. So, das Wasser nehme ich. Trinke ich mal. Ist auch nicht zu verachten. So, die Muschel nimmt mir Platz weg. Ich habe ich hier. Ich habe hier, glaube ich, nicht mal Bauplanantenne. Ich habe echt kaum noch Platz hier. Also hier muss ich echt das unnütze Zeug hier reinschmeißen. Was weiß ich, die Dinger schon mal, die halt echt zu viel sind. Hier kann ich nichts reinwerfen. Schade. So, eine Keule lag noch rum. So, die Federn. Ohne Scheiß, die Federn. Was tue ich mit den ganzen Federn? Ich habe bis jetzt noch keinen Verzwendungszweck dafür. Ich will es aber auch nicht wegwerfen. Weil ich es einfach mal brauchen kann. Irgendwann mal. Und ich stopfe mich auch momentan mit Müll voll. Muss ich auch sagen. So. Ich hoffe, ich habe jetzt von der einen Möwe jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen. Muss ja nicht viel sein. Aber so ein bisschen wäre ja schon genug. Muss man ja sagen. So, Insel, 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 Insel. Wie wäre es denn mal, wenn noch mal eine vorbeikommen würde? Das wäre so der Plan aller Pläne. Lass meine Vogelscheuche in Ruhe. Ja gut, immer noch lieber die Vogelscheuche als alles andere. Ich finde es schade, dass man die nicht reparieren kann. Finde ich ein bisschen blöd. Weiß zwar nicht, was da Sinn und Zweck der Sache ist, aber es ist halt einfach so. So, Vogelnest will ich keins bauen. Da brauche ich auch eine Muschel für. Gut, dass ich die Muschel schon mal habe. Das habe ich bis jetzt noch nicht gebaut. Hat mir vielleicht was bringt. Einen Eimer will ich jetzt gerade mal nicht machen. Ich könnte eine größere Lagerkiste bauen. Eine Axt habe ich schon gemacht. Also für die Ziegel braucht man halt immer zwei von beiden. Ich habe einmal Sand und einmal Ton. Ist auf jeden Fall schon mal was wert. Muss man zugeben. Aber jetzt auch nicht das, was ich gerne hätte. Aber die kann man auch schon wieder ernten. Auf jeden Fall, ich kann mich versorgen erstmal. Ah, die sind noch nicht fertig. So. Hier kommt schon wieder Müllheaven. Ich werde mir, glaube ich, gleich nochmal eine Kiste bauen oder so. Oder ein paar mehr. So, erstmal die drei einpflanzen. So, Stevie wird schon wieder stürmischer. Aber nichtsdestotrotz, ich mache mir Lagerkisten. Ein paar. So, jetzt habe ich mir zwei Lagerkisten nochmal gebaut. Dann hoffe ich mal, ein bisschen was einlagern kann. Der Wahnsinn. Blöder Vogel.
Weil mir geht mittlerweile auch schon allen über. Die Netze sei Dank, ne? Ich habe mittlerweile einiges. Das ist super. Super ist es. So, Steine. Eine Muschel packe ich hier rein. Metallschrott packe ich hier rein. Obwohl Metallschrott mittlerweile auch nicht mehr so häufig ist. Oh, da kommt eine große Insel. Oh, ich brauche einen. Ich brauche einen Anker. Mir fällt gerade ein, dass ich einen Anker brauche. Seile habe ich herstellen können. 4 Steine brauche ich. Ah, wo habe ich die Steine reingepackt? Das hätte ich im Schnellverfahren wissen müssen.